Der Nebel war so grau und dicht, die Wellen tobten fürchterlich. Das Schiff, es schwankte hin und her, allein im weiten Meer. Wenn der Klabautermann kommt, ein Sturm aufzieht am Horizont. Wenn er am Klüverbaum hoppt, dann droht das Schiff zu sinken. Der Kobold lebt sonst unter Deck, dort hat er sein Geheimversteck. In einer Kiste voller Stroh, im Schiffsbauch irgendwo. Wenn der Klabautermann kommt, ein Sturm aufzieht am Horizont. Wenn er am Klüverbaum hoppt, dann droht das Schiff zu sinken. Große Angst, doch nicht so der Matrose Hans. Er rannte schnell zum Bug nach vorn, noch waren sie nicht verloren. Wenn der Klabautermann kommt, ein Sturm aufzieht am Horizont. Wenn er am Klüverbaum hockt, dann droht das Schiff zu sinken. Klabautermann, was sitzt du da? Das Schiff wird sinken, ist das wahr? Der Kobold sprach, lauf schnell zum Heck, da gibt's ein Riesenleck. Wenn der Klabautermann kommt, ein Sturm aufzieht am Horizont. Wenn er am Klüverbaum hockt, dann droht das Schiff zu sinken. Das Wasser schoss durchs Loch am Heck. Hans, er nahm sich Brett für Brett und nagelte mit seinem Schuh die Bootswand wieder zu. Wenn der Klabautermann kommt, ein Sturm aufzieht am Horizont. Wenn er am Klüverbaum hockt, dann droht das Schiff zu sinken. Und die Moral von der Geschichte ist, fürchtet euch vorm Kobold nicht. Denn steht an Bord ein Unglück an, warnt der Klabautermann. Wenn der Klabautermann kommt, ein Sturm aufzieht am Horizont. Wenn er am Klüverbaum hockt, dann droht das Schiff zu sinken. Wenn der Klabautermann kommt, ein Sturm aufzieht am Horizont. Wenn er am